Ja, toll, sammle alle Münzen auf. Ich weiß, danke. Also die können wir überfliegen. Genau. So, da müssen wir jetzt so springen. Und da machen wir es kurz mal so einen etwas verrückten Rückwärtssalto. So, und da müssen wir uns da jetzt runterfallen lassen. Geht das? Ja, genau so sollte es sein. Mario macht ja doch manchmal das, was er soll. Mario, ich bin begeistert. Du begeisterst mich gerade, jetzt wollte ich sagen, du begeisterst mich gerade mit deinen Fähigkeiten und im selben Moment nervst du mich wieder. Mit deiner Verpeiltheit nehme ich manchmal. So, jetzt probieren wir nochmal diesen einen Sprung, weil der sollte, wie gesagt, das sollte eigentlich gehen. Das müsste sich locker ausgehen. Ja, locker nicht, aber es geht. Ich muss nur später wegspringen. Ich darf das nicht in demselben Sprung wie mit der Münze machen. Heieiei, spannend, spannend, spannend. Oder halt langweilig, wie man sieht. Nein, genau. Springen wir zusammen und es funktionieren jetzt auch die Rückwärtssalto auch schon nicht mehr. Naja, gut, das kann ja alles nur besser werden. So. Alles eine Glückssache hier. Verdammtes Glücksspiel, das hatte nichts mit Skill zu tun. Hui. So, hoch da und... Ja, ich würde es ja begrüßen, wenn man hier beim Schalter wieder starten könnte, aber nein. Nee, das Spiel ist natürlich nicht so nett. Und vor allem, wie auch kurzzeitig hier die Perspektive voll verwirrend ist, wenn es zu diesem lustigen Textpart das Zoom, ja. Oh, wow, jetzt aber, ne? Moment, 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 das müssen wir wieder klüger machen. Ja, so auf jeden Fall mal nicht. Das war jetzt doof. Aber es hat funktioniert. So, Mario, lauf nicht so schnell. Obwohl, Mario, doch, du musst schnell laufen. Boah, ich habe voll die schwitzigen Hände gerade. Ich habe voll die schwitzigen Hände. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass Mario da hoch muss. Und er will nicht. Alter. Genau, so. So, jetzt versuchen wir nochmal diesen Sprung. Also wir holen uns die Münze, weil wie gesagt, der Sprung, der muss richtig gut getimt sein. Richtig gut. Nehme ich von hier und rüber. Ja, ich wusste, es funktioniert. Ha. Nein! Alter, jetzt rutscht er wieder da drüber. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mario, wieso machst du das? Wir müssen auch aufpassen, die letzte Münze, die wir holen, die sollten wir nach Möglichkeit auf stabilem Boden holen. Also es fallen wir gleich instant dann runter oder irgend sowas. Ach hey, das wird ein Spaß. Aber wir sind mittlerweile auf einem guten Weg, würde ich sagen. Wir wissen, wo die Münzen sind. Wir haben den Weg, wie wir sie holen können, der auch zeiteffizient ist, wo wir das auch schaffen. Genau, Mario kann nur noch nicht den Schalter vernünftig betätigen. Das ist nur so eine Fähigkeit, die muss er noch lernen. Das war jetzt doof. Was? Ja, ihr merkt vielleicht gerade wieder, haben wir wieder diesen einen alten Modus. Ich mach's falsch, weil ich schon so gut kann. Zack. Diesen, es funktioniert ja eh alles wie soll Modus, ne? So. So, da müssen wir eigentlich nur hinlaufen. Hui. Genau. So funktioniert das eigentlich am besten. Kamera drehen. Hoch da. Genau. Und auch hier hoch da. Nein, so war das jetzt nicht gedacht, Mario. Aber ich glaube, das ist dir selber bewusst, oder? Dass das jetzt komisch war, was du gerade gemacht hast. Ich weiß, wie das jetzt komisch war, was du... Mario? Mach keinen Blödsinn. So. Ja, die Kamera, wenn die halt einmal hier auch richtig zentriert bleiben würde, würde ich auch nichts sagen dagegen, aber naja. Man kann nicht alles haben. Nein! Also, du machst mich echt wahnsinnig, Mario. Also diesmal... Das ist so ein Scheiß, wenn sich die Kamera... Wenn ich denn... Ich verstehe das nicht. Kann die Kamera nicht einfach einmal... Jetzt muss ich mal gucken. Ja, komm, fall runter. Ist okay, Mario. Fall runter. Ist kein Thema. Dass die Kamera nicht einfach... Wie soll man präzise Sprünge machen?
Das verstehe ich immer nicht. Wie soll man präzise Sprünge machen, wenn sich die Kamera auf einmal von selber zu drehen beginnt? Es hat einen Grund, wenn ich seitlich die Kamera eingestellt habe, dass ich will, dass sie seitlich bleibt, ja? Die muss nicht immer hinter Mario sein. Kann auch mal seitlich von Mario sein. Naja. Juhu. Hey, hey. So. Und auf ein neues. Hoffentlich diesmal nicht so verpeilt wie gerade eben. Das war mir echt ein bisschen peinlich gerade eben. Das habe ich schon so gut drinnen. Und dann so ein peinlicher Verhauch. Vor allem diesen lustigen irgendwie Salto, den ich da jetzt die ganze Zeit mache, der ist ja auch so lustig irgendwie. So, runter da, sehr gut. Gut, Kamera drehen, vorsichtig, langsam. Also langsam, Mario, ne, kennst du nicht, ich weiß. So, jetzt kann... Mario springen, genau. Und Kamera bitte so bleiben, wie wir sind. Nein, nicht runterfallen. Und... Hopp! Ideal wäre, wenn ich die rote Münze in den Zug gleich mitnehmen würde. Aber ich glaube, alles geht jetzt auch nicht. Nein! Ja, die rote... Also die ist etwas... Wie sollte ich sagen? Die ist etwas... Nein! Wieso ist dieser Block entfernt? Also wieso ist der eigentlich verschwunden? Da bin ich ganz minimal nur kurz angekommen. Ja gut, aber es wird. Komm. Schaffen wir schon. Wir haben ja eh nicht unendlich Versuche zum Glück. Aber wir sind schon recht gut unterwegs. Also ich denke, das sollte kein Hindernis mehr sein. Dies... Also in einer der nächsten Runs schaffen wir das definitiv. Es mangelt ja nur mehr noch ein bisschen an der Koordination der letzten paar Münzen. Ja. Und das sollte machbar sein. So, und zack. Hey. Und Sprung. Vollkommen verwirrter, verdrehter Sprung. For the win. Hui, und runterrutschen. Ja, es funktioniert ja alles doch schon recht gut hier. Wir sind natürlich nicht verschreien, obwohl ich es die ganze Zeit mache. So. Oh, gleich auf... Nein. Ich hab... Merkte, also das meine ich immer mit Kamera dreht sich willkürlich. Hat man jetzt gemerkt, ne? Dass das doch ein bisschen nervig sein kann. So. Die Münze holen wir und wir gehen wieder zurück. Weil sonst schaffen wir den Sprung nicht. Und es wäre so gut, wenn wir die eine rote Münze da in dem Zuge gleich mitkriegen würden. Nee, aber ich muss froh sein, wenn ich da nicht überhaupt ganz runterfalle. So, komm. Gut. Es ist nur mehr noch die eine Münze da. Okay. So, und jetzt bloß nicht verhauen, bloß nicht verpeilen, bloß nicht einfach runterfallen. Ja, genau. Gott sei Dank. Boah, das war jetzt ja auch wieder so eine Geschichte. Alter, Wahnsinn. Ja, sicher nun weiter, natürlich. Piazza Delfino. So, und ich habe keine Ahnung, wo das zweite Geheimnis ist. Aber ich würde mal sagen, ich würde ganz gerne die 100 Münzen machen. Rote Münze im Hotel. Und ich glaube, die kann ich sogar hier ganz gut machen. Aber schauen wir mal, ob hier außerhalb des Hotels Münzen zu finden sind. Sieht nicht wirklich so aus, oder? Gibt es hier Münzen? Sind hier in den Kisten Münzen drin? Nö, gar nichts. Wenn, dann will ich irgendeine Mission, wo hier draußen Münzen zu finden sind. Das ist rum. Werfen wir herum, den rum. Aha. Nö, aber das ist ja gar nichts hier. Gut, also die nehmen wir nicht. Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube ja immer noch, dass wahrscheinlich die eine ganz am Anfang die lukrativste wäre. Ah, Moment. Ich sehe da hinten etwas, das ich ganz gerne haben will. Eine blaue Münze. So. Sehr gut. Blaue Münze. So. Kurs verlassen. Achso, jetzt kommen wir natürlich wieder unten raus, ne? Ah, nee, nicht mal. So, was gibt's noch? Mario Morgana checkt ein. Nein, säubere Lidus Arena. Die, glaube ich, war's, oder? Also das ist aber, das muss ich innerhalb einer gewissen Zeit, sonst sterbe ich. Nee. König Buhu Keller? Nein. Das Geheimnis Casino Delfino? Nein. Nein, nicht doch. Ein Geheimnislevel, toll. Hotel Delfinos Mysterium? Nö, das Geheimnis der Hotellobby. Vielleicht da, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, komm, machen wir magische Mantas. Und da sind extrem viele Münzen hier draußen. So. Ich bin am Überlegen. Ich will. Nee, vorher will ich die gar nicht holen, weil. Die brauchen wir eh zum Energie auftanken dann. Hallo. Blablabla. Albtraum, sag mal, hilf mir. Blablabla. Fegen und so. Ja. Tauchen wieder auf und. Oh nein, sie kommen schon wieder. Heieiei. Ja. Genau, müssen wir das Ding einfach nochmal kaputt machen. Ich glaube, da kamen ja doch ganz viele Münzen raus. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Münzen, die rauskommen, auch wirklich sammle. Weil man sieht auch auf den Palmen auch richtig viele Münzen. Genau, merkt ihr das mal. Zack, und da ist auch eine. Und da erst. Moment, schnell darüber. Das Ding teilt sich ja dann auch noch, das weiß ich. Boah. Boah, es ist so schlimm, ich höre Münzen, aber ich weiß nicht wo. Moment, da drüben. Ich brauche sie. Hilft alles jetzt, ich brauche die Münzen, die sind wichtig. Also ich werde mich beschränken, dass ich hier auf einem Fleck bleibe, dass ich... Nein, dass ich die Münzen dann nachher holen kann. Das sollte eigentlich gehen, denke ich mal. Nein, Münze, Münze, Münze. Ja, nicht. Ich soll nicht über die Münze vielleicht. Nicht im. Alter. Nein! Nein! Oh, ich bin fast tot, sehe ich gerade. Okay. Dann brauche ich jetzt definitiv eine Münze auf einer Palme. Oder die da, die geht natürlich auch. Aber ich hole mir mal die auf einer Palme. Bring mich auf die Palme. Zack. War voll viele Münzen hier. Noch eine? Nein, ouch, ouch, ouch. Ja, ja, mach ruhig. Macht ruhig, ihr blöden kleinen Viecher. Ja, ich sehe, dass ich das in kleine Ziele aufteile. Ich bin ja nicht blöd. So. Ich weiß auch nicht, was jetzt klüger ist, die Münzen, primär die Münzen zu sammeln, jetzt primär das Vieh zu zerstören und nachher dann. Ich glaube, ich kann die Münzen nachher auch locker noch sammeln. Sollte ja kein Ding sein. Ich glaube, wenn ich dann rumlaufe und den Strand wasche, bekomme ich ja die Münzen trotzdem noch. So. Yay! Juhu! Münze! Nein! Das war Strom. Stromschleim? Mehr Stromschleim? Ach ey. Moment, wo ist hier noch eine Münze rausgehört? Ich hab's genau gehört. Irgendwo ist da noch eine Münze raus. Da. Oh, da sind noch zwei raus. Ich muss hier aufpassen. Achso, mein Wasser ist leer. Ach ey. Schnell, ich muss zum Strand runter und mein Wasser ist leer. Obwohl, hier ist ja auch genug Wasser. So ist ja nicht. Oder Wasser? Hier. Genau, hier ist Wasser. Nein!
Wow. Ich geh lieber hier hoch. Dann hole ich mir mal wieder Energie. 21, 22, boah. Voll der Dreck überall. Oh. Da la 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 la. So, wo sei der böse Mann verrochen? Elektrorochen. Könnt ihr hier nicht dieses Paradies zerstören? Münze, Münze, Moment. Ach ja, sie verfolgt mich jetzt schon. Ist okay, verfolgt mich gut. Kein Ding. Macht gut. Sind ja eh nicht viele, ne? Sind ja eh nur 10.000 oder so. Gut, aber wenn sie mich jetzt verfolgen, dann... Moment, dann werde ich jetzt mal kurz ein bisschen über den Strand laufen. Ein bisschen Münzen einsammeln. Um hier diese Kisten zu stören. Alles im Leben, okay. Nein? Ungut, ungut, gefährlich. Naja. Alles halb so wild. Juhu, eine Münze. So, wir haben 30 Münzen. Boah, ich frag mich, ob sich's ausgeht. Aber es sollte, theoretisch, glaube ich, soll's gehen, weil hier sind noch so viele Münzen versteckt. Und nur die Frage ist jetzt, wenn ich die jetzt alle wegmache, kann ich die Münzen dann aus dem Strand noch rausholen oder nicht mehr? Das ist die Frage. Vielleicht waschen wir doch jetzt mal kurz ein bisschen hier rüber. Münze, Münze, ich hab's genau gehört. So. Und wir füllen das Wasser schön wieder auf, genau. Hui! 31. Bisschen weniger als ein Drittel haben wir schon. Aber wo sind sie jetzt alle? Ah, da sind wir welche. So, boah, also ein paar, ja nicht viele. Zehntausende nur. Nein! Nein, nicht werfen. Werfen ist ja ganz gefährlich. So, mehr Münzen, mehr Münzen. Aber hier, glaube ich, haben wir keine mehr. Ja, die Kiste, die holen wir uns dann nachher. So, 38. Jetzt haben wir sie dann eh bald alle. Also die rochen zumindest. Irgendwie sind die ja eh voll willkürlich verteilt, diese Münzen, habe ich das Gefühl. Oder sind die vielleicht sogar unendlich hier? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Das darf normal nicht sein. Unendliche Münzen gibt es normalerweise nicht bei Sunshine. Tja. Nein, mach das nicht. Autsch. Wo ist jetzt einer rausgekommen? Ach, da ist eine Münze. So, 45 schon? Cool. Ja, komm, jetzt glaube ich... Ne, wir waschen hier den Schlamm noch weg. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wenn ich alle besiegt habe und dann der Schlamm nicht mehr da ist, ob ich dann die Münze noch bekomme. Das wäre blöd. Und deshalb warte ich da jetzt noch ab und wasche lieber den Schlamm weg. Wobei, ich glaube, ich bekomme die Münzen dann schon auch noch. Aber ich will es nicht riskieren. La 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 la. So, jetzt haben wir 50 Münzen. Was war das jetzt? Das war ein Versehen. Das wollte ich gar nicht. Nein, nein, eine Münze. Hotel, komm wieder. Ah, da ist auch eine Münze. Nein, die Münzen. Nein. Ach, verdammt, jetzt haben wir die Münzen verloren. Nur weil das Hotel so lange zum wieder rauf... wieder auferstehen braucht. Ja, schön, eine Insignia. Ich weiß, dass ich hier eine Insignia bekomme. Toll, danke. Interessiert keinen. Ich will doch nur die Münzen. Jetzt ist überall... Toll, jetzt sind überall Blumen. Ich will keine Blumen, ich will Münzen. Ja, gut. Ja, schauen wir mal, wie weit wir da jetzt kommen. So. Zack. Münzen, soweit das Auge reicht. Aber sind es genug, um unsere Bedürfnisse zu stillen?
Wir werden es sehen. Hoffentlich. Hoffentlich geht sich das aus, weil ich will das nicht wirklich, will nicht nochmal hier rumlaufen. Vor allem, ich wüsste auch nicht im Hotel, wüsste ich es auch nicht, wo ich da genügend Münzen erhalten würde. Weil ich meine, da gibt es zwar viel, aber auskommen, glaube ich, würde ich da trotzdem nicht. So. Aber ich bin ja da jetzt nicht so 100% gute Dinge, muss ich sagen. Hm. Wir sind ja im Paradies. So, 30 Münzen sollte ich noch irgendwo herbekommen. Wird schwierig. Acht? Ja. Nee. Ja, schade eigentlich. Schade eigentlich. Ich dachte, das müsste sich locker ausgehen. Aber wie es aussieht, eher nicht. Wahrscheinlich hätte ich doch noch länger Schlamm wegwaschen müssen. Hm. Oder kann ich vielleicht ins Hotel rein? Lässt du mich bitte ins Hotel rein? Fantastisch, du bist großartig, du bist mein Held. Ja, bla bla bla. Ja, ich bin einfach gut. Ne? Es ist ja nichts Neues, Freundchen. Ich bräuchte noch 14 Münzen von dir. Ja, okay, schade. Es ist wohl nichts geworden. Naja. Komm, nehmen wir die Insignie trotzdem mit. Gut, und ich würde sagen, ich mache wieder eine kleine süße Aufnahmepause und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder.